meine Kollegin vorstellen wird. Vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich im Auftrag des Klimatologischen Instituts Tschechiens hier sein kann und den Phänologischen und Klimaatlas vorstellen kann. Aber vor dem Beginn möchte ich noch zwei Worte vorausschicken. Ich bitte die Dolmetscher zu entschuldigen, dass mein Englisch vielleicht von der nicht ganz so korrekt ist. Aber ich vertraue auf ihre Leistung. Aber noch wichtiger, was ich sagen wollte, ist, dass ich mich bedanken möchte bei Professor Matschulat und Professor Beihofer für die Einladung, die sie mir ausgesprochen haben für die Klimatage. Vor 12 Jahren war ich auch zu diesen Klimatagen und sehe heute, wie sich alles entwickelt hat und sehe auch, wie wichtig und bedeutend inzwischen diese Klimatage geworden sind. Und dadurch sehen wir auch, dass es das Klima keine Grenzen hat. Und dank dieser Tagung konnte ich auch wieder Kollegen wieder treffen und neue Kooperationen beginnen, neue Projekte in Angriff nehmen, um die klimatologischen Herausforderungen und Probleme in Angriff zu nehmen. So, and now I think that you wonder how I will present this both atlases. So, und jetzt geht es also um den Klima- und Phänologieatlas von Tschechien. Es war ein bisschen schwierig, das richtig zusammenzustellen, denn es würde viele Stunden dauern. Ich musste also das ziemlich herunterkochen auf die Essenz. So, und da wir sonst nicht die Exkursion zum Fichteberg machen könnten, habe ich mich entschieden, dass ich ein Buch mitgebracht habe selbst. Hier sehen Sie das Exemplar, das ich mitgebracht habe. Das ist der Klimaatlas Tschechiens. Und wenn Sie interessiert sind in detailliertere Ergebnisse aus diesem Atlas, dann freue ich mich, wenn Sie nach dem Ende meiner Präsentation auf mich zukommen oder auch später heute am Tag. Hier sehen Sie einen langen Satz, den ich hier übernommen habe, von der Prager Universität geschrieben, František Augustin, 1894 geschrieben. Damit möchte ich zeigen, dass es eine lange Tradition gibt in Fragen der Klimaatlas. Wenn ich ein bisschen Abstand habe, können Sie mich einigermaßen hören? Nein, leider nicht. Ah, schwierig, mich so vorzubeugen, aber ich versuche mein Bestes. Ich versuche es so zu machen. Die ersten schriftlichen Berichte. So. Thank you. Thank you. Yeah. Is it better? Gut. So, ist es besser? Ja. So, die ersten Unterlagen, schriftlichen Unterlagen über Wetterniederschriften und Klima sind älter als 900 Jahre. Das sind alte Chroniken, wo von Dürren und Hochwassern berichtet wird. Herr Kepler, die Herren Kepler, Stepling, Smart und Johann Georg Mendel von der Brünner. Also aus Brünn sind wichtige Etappennamen. Und wir haben Zeitreihen seit langer Zeit in Prag, im Clementinum, sehen wir komplette Zeitreihen. Das Meteorologische Institut wurde 1920 gegründet. Gleichzeitig auch, inzwischen gibt es auch das Hydrologische Institut Tschechiens. Und Professor Novak von der Landwirtschaftlichen Forschungsinstitut, der ein Netz aufgebaut hat, die erste Vernetzung 1923.
Nach der Abspaltung, also das Tschechien kann man nicht sagen. 1954 wurde es gegründet. Wir haben jetzt 60 Jahre vor ein paar Tagen gefeiert. Nur zur Information, es war das Tschechoslowakische Institut seit der Gründung. Jetzt würde ich gern inzwischen Tschechisch. Und jetzt, warum es diesen Atlas gibt und wie er gestaltet wurde und was der Hintergrund ist, warum ein solches öffentliches, so ein großes Buch, um es zu sagen, hergestellt wurde. Es ist eine thematische kartografische Arbeit mit enzyklopädischen Elementen. Hier hat man einen komplexen Überblick über das Klima im Territorium von Tschechien. Über 40 Autoren haben mitgearbeitet. Ein neuer Klimaatlas war notwendig geworden, weil der letzte war von 1958, war der Klimaatlas der Tschechoslowakischen Republik. Und dann gab es die agroklimatischen Bedingungen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, erschienen 1975. Und es war also wichtig, hieran anzubinden und eine neue Publikation, Veröffentlichung hervorzubringen. Denn wie wir wissen, in unserem Institut ist es ganz wichtig, Informationen herauszugeben an die Öffentlichkeit, an die Universitäten und überhaupt nach außen zu geben. Die Autoren, die hier mitgearbeitet haben, waren größtenteils Mitglieder des Hydrologischen Instituts, aber auch von den Universitäten. This atlas is made from the climate from the database from the period 1961 till 2000. Die Datenbank ist eine Datenbank von 1961 bis 2000. Wir haben lange darüber gestritten, gesprochen, weil einige dachten, es wäre besser, eine andere mit den Daten von 1961 bis 1990 zu arbeiten. Aber wir haben trotzdem uns für die 40-Jahres-Periode entschieden, denn für die Änderungen des Klimas, da wäre es wichtig, die größtmöglichen Zeiträume zu erfassen. Es gibt 11 Kapitel in diesem Buch und die Autoren haben sich entschlossen, die hauptmeteorologischen Eigenschaften wie Lufttemperatur, Niederschläge, auch die Dürren, Schweregrad und dynamische die Dynamik der klimatischen Entwicklung mit in das Buch aufzunehmen. Luftcharakteristika, Verdampf, Verdunstung, Atmosphärendruck. Das war sehr klug von meinen Kollegen, weil wir jetzt die Änderungen des Klimas gut überblicken können, auch in Bezug auf Dürreintervalle und Hochwasserintervalle. Wir haben also die Daten aus einer alten Datenbank übernommen. CLIDATA ist der Name der Datenbank. Es gibt statistische Auswertungen, räumliche Analysen und so weiter. Bevor wir die Landkarten in diesem Atlas geschaffen haben, haben wir die Daten abgeglichen und homogenisiert und nochmal überprüft, um Ausreißer herauszunehmen und auch um Lücken zu füllen in der Beobachtung oder deutlicher zu machen, damit wir echte Informationen dem Endleser bereitstellen können. Wir haben also mit Geoinformationsverarbeitung gearbeitet für die Kartierung. Die horizontale Auflösung ist 500 Meter als Rastermaß pro Karte. Wir haben Interpolierungsverfahren wie IDW, Kriging und Spline verwendet.
The, maybe I can also say that the map scales are 1 to 1 million, 1 zu 1 Million, 1 zu 2 Millionen und 1 zu 5 Millionen sind die Maßstäbe, die wir für die Kartierung verwendet haben. Für die Messwerte haben wir die gleichen Eigenschaften wie bei der Temperatur, ist in Rot, wir haben also immer Niederschlag, ist blau, farbig, sodass wir haben die gleiche Farbkodierung verwendet als Orientierungshilfe für den öffentlichen Endleser des Nachschlagewerks. Lufttemperatur und Niederschlag nehmen den Hauptanteil ein als hauptmeteorologische Elemente. So there are maps of the average annual air temperature, average season. Also wir haben die Jahresmittel der Temperatur, die Monatsmittel. Also average annual sum of daily and temperature above 5, 10, 15, auch, 20 degrees and more. Auch jährliche kumulative Temperatur über 5 Grad, 10 Grad, 15 Grad, 20 Grad, auch insbesondere um die saisonalen Schwankungen erfassen zu können, auch landwirtschaftliche Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir haben lange Zeitreihen in Tschechien und können sehen, dass wir unter den Jahren starke Fluktuationen haben zwischen den Jahren und auch in der, und die Lufttemperaturtrends können wir mit den saisonalen Schwankungen feststellen und bis zum Jahr 2000 wird das erfasst. Es gibt Diagramme, wo man die Änderungen der letzten Jahrzehnte dieses Zeitraums gut nachverfolgen kann. Bei der Lufttemperatur wurden Min-Max-Temperaturen, Messwerte aufgenommen, Amplituden, auch Name von Anzahl von Frosttagen, von Warmtagen und tropischer Hitze. Auch das sind wichtige Charakteristika, mit denen der Endleser etwas anfangen kann. Beim Niederschlag ein ähnliches Bild mit ähnlicher Kartierung, also ähnlich wie bei der Temperatur, die durchschnittliche Jahresniederschlag gesamt, dann nach Jahreszeiten, dann in der Sommerjahreshälfte, Kontinental, Ozean, Niederschläge, gemessene und angepasste Niederschlagsmengen, Anzahl von Niederschlagstagen, 1, 5, 10, Millimeter Niederschlagshöhe, maximale Niederschlagsmengen sind Jahresmittel, Jahresdurchschnitte sowie auch Maximaldurchschnitte von 1, 2, 3 Tagen von Niederschlägen, die zusammengefasst werden. Auch die Extremereignisse, Extremniederschläge sind erfasst. Auch das ganz wichtige Informationen für den Leser. Und wie ich schon bereits gesprochen habe, auch Indizes, die nähere Auskunft über Dürrezeiten, Trockenzeiten, Trockenperioden Auskunft geben. Also die Auftreten von Trockenperioden in Verbindung mit dem Niederschlagsindex. Die anderen Kapitel sind nicht unwesentlich. Auch wir haben Schnee, Winterschnee, Vorkommen, Schneeanfall, Schneehöhe, Schneedeckenhöhe, Anzahl der Tage mit Schneefall. Bei Luftfeuchtigkeit haben wir auch die Tagesvariation der Luftfeuchtigkeit, die Verdunstung, haben wir doch tagesgenau aufgebrochen, dann haben wir Sonneneinstrahlung, diffuse Abstrahlung, direkte Einstrahlung, durchschnittliche Anzahl von Sonnentagen, Sonnenstunden über mehrere Tage und so weiter. Bei Luftdruck und Windbetrachtungen
haben wir verschiedene Messwerte von verschiedenen Stationen mit aufgenommen. Maximale Windstärken, durchschnittliche Windstärken, Windgeschwindigkeiten, auch gefährliche atmosphärische Ereignisse wurden mit aufgenommen, beispielsweise Gewitter auftreten. Das war ein Teil, das ist ein kürzerer Zeitraum für die Datenreihen, weil wir nicht alle Informationen von den Beobachtern bekommen haben. Wir haben also dort auch Lücken. Und wir mussten das ja auch verifizieren. Einige Karten gehen von 1981 bis 2000, da gab es keine älteren Beobachtungen. Weitere Kapitel sind die phänologischen Charakteristika. In dem Teil geht es darum, wann Blütezeit ist, Emergenz, Fruchtreife, Winterweizen und Frühlingsgerste, auch die Klimadynamik, dann in Kapitel 10, Konstellationen in Bezug auf Temperatur, Niederschlag, wie diese sich gemeinsam, welches Bild sie gemeinsam ergeben als Synopsis. Das letzte Kapitel ist die Klimaklassifikation, und mehrere Klimaklassifikationen, drei Karten speziell. Die Klimaregionen aufgebrochen nach dem alten Atlas seit 1958. Also drei verschiedene Klimaklassifizierungen. Das also zum Klimaatlas in Tschechien. The pictures from the flood in Ústí nad Labem in 2002. Hier sieht man Bilder der Flut in Ústí nad Labem 2002. Go to the phenological atlas of Czechia. Und jetzt gehe ich direkt über zum Phänologieatlas von Tschechien. Das ist das zweite Buch, das ich mitgebracht habe. What was the reason to? Was war der Grund? To process this or to create this phenological atlas of Czechia? Diesen Phänologieatlas von Tschechien. The first step was that. Der erste Schritt war. You have seen that in the climate atlas of Czechia was the chapter about the phenological characteristics. So we decided that we can make other crops into another publication to put the information to the final reader. And für den Leser because zur Verfügung the importance is, denn es ist sehr wichtig, is, in the recent years more and more vor allem in letzter Zeit, in den letzten Jahren, wird die Phänologie immer wichtiger. You can measure the climate change according man kann to den Klimawandel auch durch die Phänophasen, an den changes, Phänophasen, festmachen an den Änderungen bei den Phänophasen. So we have in the Hydrometeorology Institute the phytophenology in the last days there were also the zoophenology, but after some methodology restriction, aber nach einigen Umstrukturierungen hat sich das phytophenology geändert. Stayed in the methodology und jetzt instruction. Haben wir nur noch die Phytophenologie. Here is only the why it's phenology is so important. Und hier sind die Gründe, warum Phänologie so phenological data wichtig also ist. In the allergology, man kann diese Daten der Phänologie verwenden in climate change für research. Den Klimawandelforschung, für das wollte ich nicht. On the chart you can see the changes of the beginning of flowering of lime tree. Die Änderung der Blütezeit der Linden 2011. In the last year there are negative deviations und letztes Jahr gab es negative Abweichungen vom Mittelwert.
Maybe few words about the, einige Worte, the phenology developed in the wie Czech Republic. Sich die Phänologie so, entwickelt hat in der Tschechischen Republik, die phänologische Beobachtung wird vom Hydrologischen Institut durchgeführt seit 1954, who was established by Professor Novak in 1923. There were also many records, and these records we have in the archive of the Hydrometallurgic Institute, and they are digitalized, and we can use them for future research. Die auch für die zukünftige Forschung verwendet there was werden können. A yearbook of phenological observation till 1960. Der phänologischen Beobachtungen bis 1960. In diesen Jahrbüchern wurden die Ergebnisse der phänologischen Beobachtungen jedes Jahr veröffentlicht. 1983 wurde die phänologische Arbeit aufgeteilt in Feldfrüchte und Obstbäume. Und 1987 kam noch ein Netzwerk dazu von Wildpflanzen. We made the phenological atlas of Czechia only for the 20 years. Deswegen haben wir diesen Phänologieatlas nur für die letzten 20 Jahre herausgegeben durch die Änderung. And charts and so on. So dass man eben auch die Diagramme für diese Zeiten bereitstellen konnte. 2009 wurden die methodologischen Instruktionen herausgegeben. And, für die Beobachter, die phänologischen Karten waren schon ein Bestandteil von anderen Publikationen. Und das war dann der Grund, warum wir dann diesen Phänologieatlas von Tschechien herausgegeben haben. In diesem Bild sieht man die alten Karten. Das sind Karten aus den 1960er Jahren. Wir haben freiwillige Beobachter und wir beobachten jetzt nur Wildpflanzen. Die Komposition der Wildpflanzen ist ja ähnlich wie auch in Deutschland, Österreich und anderen europäischen Ländern. Und da werden die Phänophasen beobachtet vom Beginn der Wuchszeit bis zum Ende der Vegetationsperiode, also wenn die Blätter fallen. Hier sieht man das Netzwerk von 2010. Das stimmt aber nicht mehr, denn 2013 haben wir ein Netzwerk von nur 25 Phänologiestationen. Wie sind wir auf die Idee gekommen, diesen Atlas zusammenzustellen? Ich habe ja schon erzählt, was die wichtigsten Gründe waren. Wir haben ein Stipendium bekommen vom Bildungsministerium. Die Karten wurden zusammengestellt. Die horizontale Auflösung waren 500 Meter und es wurden die wichtigsten Phänophasen dargestellt. Die Phänophasen, Obstarten, die Verbreitung, Vergleich. Der Maßstab für die Verbreitungskarte sind 1 zu 4,5 Millionen.
die Vergleichskarte 1 zu 4,5 Millionen. So, das sind 8 Kapitel. Die phänologische Forschung in Tschechien, die Hauptkapitel Feldfrüchte, Obst, Bäume, Wildpflanzen, 15 Arten. Und was wir auch in dieses Buch hereingebracht haben, waren zusätzliche Kapitel, was auch interessant sein könnte für die Leser. Die temporale Variabilität der Phänophasen, der phänologische Kalender und phänologische Jahreszeiten und am Ende dann eine phänologische Zusammenfassung. So, das sind insgesamt 316 Seiten, 156 Karten, 350 Tabellen und so weiter. Und hier sieht man die Karte. Wir haben dieselben Farben nicht für die gleiche Art, sondern für die gleiche Phänophase verwendet, also für den Beginn der Blütezeit, zum Beispiel die rote Farbe. Hier sieht man die Zusammenstellung des Atlas. Das ist die Karte für die Obstpflanzen, die Obstbäume. Die konnten wir dort nicht mit hineinbringen, weil wir keine Stationen dafür hatten. Und so haben wir uns überlegt, wie wir das machen könnten. Und deswegen haben wir dann diese Karte erstellt. Und das ist die Karte der Verbreitung der Pflanzen, zum Beispiel die norwegische Fichte in Tschechien, Winterweizen in Tschechien und die Weinregionen in Tschechien. Wir haben uns auch überlegt, dass es ja Veränderungen gibt in den Phänophasen. Deswegen haben wir einige Karten zusammengestellt, einen Vergleich zwischen den Phänophasen in einem kalten und einem warmen Jahr, um die Unterschiede der Phänophasen zu sehen. Und das ist das gleiche Vergleich derselben Charakteristik, aber in einem kalten und einem warmen Jahr. Wir haben das auch aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Gebieten und die verschiedenen phänologischen Jahreszeiten, Früh, Erstfrühling, Frühsommer und so weiter. Das sind die Diagramme. Für jede Art haben wir diese Diagramme, diese Abweichungen vom Langzeitmittel. Wir haben da auch Bilder von den Pollenallergenen, also die Blütezeit, die Länge der Blütezeit, die durchschnittliche Wachstumszeit von verschiedenen Arten nach der Höhe, der Höhenlage. Das ist ein Diagramm für die Obstbäume. Wir wollen in diesem Kapitel auch viele Informationen geben. Und so, wenn wir dann keine Karte erstellen können, dann machen wir solche Diagramme. Das sind noch mehr Diagramme aus dem Kapitel
aus dem sechsten Kapitel der Variabilitäten. Sie sehen hier die Zusammenstellung des Atlases. Es gibt Tabellen mit Berechnungen von phänoklimatischen Charakteristiken, die Sonnenscheindauer zum Beispiel, Niederschlag, und die Temperatur und so weiter. So, that's all to the Atlas. So you das ist alles über den Atlas. Sie können ihn sich gerne angucken. Sie können gerne mal in das Buch hineingucken, wenn Sie das interessiert. Und mit dieser letzten Folie möchte ich Sie gern einladen zur Abschlusskonferenz in Ustinat-Labem des Interklim-Projektes. Diese Abschlusskonferenz findet am 20. November 2014 statt. Und das ist also ein kleines Dankeschön für die Annaberger Klimatage, dass wir dieses Projekt starten konnten, zusammen mit den deutschen Kollegen auf einer regionalen Ebene. Dankeschön. Und wenn Sie auch einige Ergebnisse der Interklim-Projekts sehen wollen, sind Sie sehr, können Sie sich gerne die Poster angucken. Gibt es jetzt Fragen an Lenka Hekova? Lenka, where can somebody, especially the climate atlas of Czechia, where can you obtain it? Where can one buy it? Wo bekommt man diesen Klimaatlas von Tschechien? Wo kann man den kaufen? Von unserem Institut? Aber ich weiß nicht, wie viele Exemplare wir noch haben. Ich bin mir nicht sicher, wie viel wir an unserem Hauptsitz in Prag haben, aber ich denke, wir haben noch einige. Im Kapitel 9 des Klimaatlases geht es ja um die Bodentemperatur. Wie beurteilen Sie die Unterschiede der verschiedenen Bodenarten in diesem Diagramm? Entschuldigung, ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich bin nicht der Autor dieses Bodenkapitels. Aber ich denke, die Antwort ist im Buch. Gibt es noch mehr Fragen? Es gibt ja so diese Tendenz, dass diese Blühphasen im Frühling eher sind als in der Vergangenheit. Haben Sie das Gleiche beobachtet? Ja, wir haben das Gleiche beobachtet dieses Jahr. Haben einige Arten zusammengeblüht, was eigentlich nicht normal ist, aber einige Arten waren zuzeitig. Danke auch für die Fragen. Vielen Dank für den Vortrag.